eine Planänderung. Gut. Ich kümmere mich um die Leute, du um den Direktor. Mach, was nötig ist, falls Drohnen nichts bringt. Er hat die Tresorraumschlüssel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mafia. Wir haben das letzte Mal falsche Diamanten geklaut. Besser gesagt, waren da überhaupt gar keine Diamanten drin, sondern Schnee. Und ja, jetzt gehen wir erstmal mit Pauli zum Bahnhof. Und danke. An deine Familie denken, vergiss das nicht. Denk dran, was das für eine Chance ist. Achtung, Kumpel. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, zur Familie nach Hause zu kommen. Aber deshalb mache ich das ja. Wer wird mich heiraten? Mit meinen fast 40 Jahren und der ganzen Reihe von Vorstrafen. Wenn's klappt, kann ich das hier endlich an den Nagel hängen. Wer weiß. Familienleben ist nichts für dich, Pauli. Nach einem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile eine Kugel. Mann. Ich bin schon seit langer Zeit so weit. Wir sitzen hier rum seit 6 Monaten. Spielen Karten, aber nur rum. Ich werde langsam faul. Dann geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Manchmal schlafe ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich habe die Scheiße schon 1000 Mal gehört und am nächsten Tag fliegen Kugeln und ich scheiß mir fast in die Hose. Ich hab so die Schnauze voll, Tommy. Du suchst nach dem großen Ding. Klar, ein Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen, keine Ahnung, dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Klar. Aber wenn wir das machen, warten wir, bis alles wieder ruhig ist. Ha, ich hab dich schon an der Angel. Vielleicht. So, jetzt ist erst das Kapitel abgeschlossen. Ich dachte, das war's schon. Naja. Schwarzarbeit. Keine Planänderung. Gut. Ich kümmere mich um die Leute, du um den Direktor. Mach, was nötig ist, falls Drohnen nichts bringt. Er hat die Tresorraumschlüssel. Wie viel Zeit, wenn ein Kassierer Alarm schlägt? Vielleicht 5 Minuten, bis die Cops kommen. Was, wenn's schief geht? Ich alber nicht rum, Tom. Tauch nicht auf, wenn du im Tresorraum Schüsse hörst. Ohne das Geld läuft nichts. Bist du bereit? Ich bin bereit. Alle runter auf den Boden! Auf den scheiß Boden! Ihr nicht, Mädels! Bleibt, wo ich eure hübschen Augen sehen kann. Keine Bewegung, oder es knallt! Hol den Direktor! Bleibt alle auf dem Boden! Also ich soll nach oben. Bewegt, wie komme ich nach oben? Das... Ah! Wir wollen, dass ihr heute Abend eure Kinder in die Arme nehmen könnt. Okay?
Seid heute keine Helden! Keine Dummheiten, verstanden? Lasst uns bitte gehen, wir tun nichts! Wollen wir es hoffen? Verflucht! Komm mit! Was machst du denn? Zum Tresorraum! Ich mache, was sie sagt. Gewalt ist nicht nötig. Fühlen Sie sich stark, weil Sie kleinere schlagen? Ich fühle mich reich. Und wenn der Kleine keine Dummheiten macht, passiert ihm auch nichts. Wie viele Wachmänner unten? Einer. Schussbereit? Ich weiß nicht. Sehe ich eine Waffe, schieße ich. Sag ihm, er soll's nicht tun. Liegt ganz an dir. Oh, das gut. Hier ist artig und kooperiert. Wir machen alle, was man uns sagt, oder Kumpel? Los, weiter! Damit kommen Sie nicht durch. Nicht Typen wie Sie. Scher dich um deine Probleme. Wenn du den Schulabschluss deiner Tochter erleben willst, lass deine Hände, wo ich sie sehe. Das gleiche gilt für den Wachmann. Na, das wird doch wieder schief laufen. Mit einer Schießerei. Sag dem Wachmann, dass er die Waffe fallen lassen soll. Verstanden? Hör mir ganz genau zu. Ich will, dass du deine... Auf ihn, Junge! Schieß! Ich muss nachladen! Ich sag es doch. Wo ist der hingegangen? Ich will den erschießen. So, was haben wir hier? Da haben wir noch sowas. Ja, du schießt... Ah, da bist du. Ich hoffe, es tat weh. Der Schlüssel ist auf dem Tisch. Niemand muss sterben. Ich muss nicht sterben. Das willst du wohl. So, wohin? Dahin. Jesus, Maria und Josef. Ich sag es doch immer wieder. Die Kopf sind da. Weg, los! Schnapp das Geld, wir hauen ab. Und ich? Ah. Junge! Braucht jemand, wen der schießen kann? Junge, Junge, Junge! Ja, macht mir einfach nach. Das war's erstmal. Oh. Einer ist noch da.
Ich hasse das, wenn die sich so lange verstecken, bis man endlich hingeht. Ah. Siehst du? So, ich muss hier mal ein bisschen Munition einsammeln. Entschuldigt bitte vielmals. Danke sehr. So, wohin jetzt? Ah, darauf. Ich weiß nicht, worauf wartest du? Los, steigt doch ein. Junge. Los, fahr schon! Wohin? Scheißegal, aber häng sie ab! Da kommt noch einer! Tut mir leid, Kumpel. Hinter dir! Ich weiß. Palermo Club. Sam's Club? Hey, der ist gerade leer. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Ja. Wir sind fast da, Tom. Fast geschafft. Es ist immer noch fast, Pauli. Wir haben es erst geschafft, wenn mein Herz sich wieder beruhigt hat. So. Unglaublich. Unglaublich, dass wir das gemacht haben. Wir sind reich. Wir sind reich. Ja. Auf uns beide. Klar. Wir müssen los. Wir sehen uns morgen. Es sei denn, ich bin auch vorbei. Ach, komm schon, war ein Scherz. Hey, ohne dich, da wäre das gar nicht gegangen, das weiß ich. Fahr nach Hause, feier mit Sarah. Schau morgen bei mir vorbei, wir teilen die Kohle. Ja, okay. Viel Glück. Man sieht sich, Kumpel. Kapitel abgeschlossen. Schwarzarbeit. Der Niedergang der Kunst. Sieh einer an. Christus ist auferstanden. Ich wollte schon den Bestatter anrufen. Tut mir leid. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich auch nicht, so wie du dich ständig rumgewälzt hast. Okay, was ist los? Ich bin nur glücklich. Sieht ganz danach aus. Ich habe nachgedacht. Wirklich? Das ist ja was Neues. Ich möchte mit dir und der Kleinen zur Küste rausfahren. Ehrlich? Arbeitest du nicht? Pauli und ich haben etwas Kohle verdient. Ha. Hat sich eine seiner Ideen endlich ausgezahlt? Sowas in der Art. Pack deine Sachen. Ich hol dich ab, muss aber erst zu Pauli. Was verheimlichst du mir, Tommy? Gar nichts. Klar, du und Pauli seid plötzlich reich und jetzt willst du ein paar Tage abhauen? Das stinkt doch. Wozu Geld haben, wenn wir es nicht ausgeben?
Darum geht's nicht. Du zitterst. Am ganzen Körper. Ja, du bist wegen etwas nervös. Du weißt selbst nicht, warum. Wahrscheinlich. Sei dir lieber sicher, bevor du zu Pauli fährst. Nur für den Fall, dass er es ist, der dich unruhig macht. Pauli ist in Ordnung, sorg dich nicht. Dann sehen wir uns also bald. Aber ich würde sagen, wir fahren das nächste Mal zu Pauli. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Links kommt ihr zu meinem Kanal, rechts sind weitere Videos verlinkt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.